Ein Trupp SEK-Beamter marschiert in Zugstärke auf das Gelände der Asylbewerberunterkunft in Chemnitz-Ebersdorf. Dutzende Einsatzfahrzeuge stehen in Bereitschaft. Rettungswagen mit Blaulicht passieren das Tor. Bewohner werden unter Polizeischutz zurück in die Gebäude gebracht. Seit Wochen gärt die Stimmung hier in der Unterkunft und entlädt sich immer wieder in gewalttätigen Auseinandersetzungen. So auch gestern Nacht. Dabei sollen bis zu 20 Personen verletzt worden sein. Angeblich fielen auch Schüsse. Schlägereien, Vandalismus und Brandstiftung im Inneren und draußen vor dem Zaun ein Großaufgebot von Polizei und Einsatzkräften. Es ist ein unheimlicher Belagerungszustand und das nicht nur für die Asylbewerber. Auch die Anwohner sind inzwischen mit ihren Nerven am Ende. Furchtbar viel Polizei, viele Leute auf der Straße, viel Lärm, Sirene, zum Teil Blaulicht. Zum Teil haben auch die lieben Kollegen vergessen, das Martinshorn auszuschalten, dass wir etwas mehr davon haben. Ich habe berufstätige Kinder. Es ist eine Zumutung. Es will keine Ruhe einziehen in der Asylbewerber-Erstaufnahmeeinrichtung, die weit über ihre Kapazitätsgrenze belegt ist. Erst vor einem halben Jahr gab es hier eine ähnliche Massenschlägerei mit rund 50 beteiligten Personen. Damals waren Asylbewerber aus Russland mit Bewerbern aus dem arabischen Raum aneinandergeraten. Auch damals konnte die Auseinandersetzung nur durch ein Großaufgebot der Polizei beendet werden. Richtig beruhigt aber hat sich die Situation wohl bis heute nicht.